Der Urvater der Premium-Kompakten geht in die vierte Generation. Dynamischer, sparsamer, edler und umfassend vernetzt nimmt der neue Audi A3 Sportback noch mehr Anleihen aus der Oberklasse. Schon beim ersten Blick wird klar, auf den Youngster zu warten hat sich gelohnt. Der neue A3 ist in Länge und Breite um je 3 cm gewachsen, Höhe und Radstand bleiben gleich. Er bleibt überaus wertig, präzise geformt und dynamisch. In der Frontalen ist das dominierende Element wieder der Single-Frame-Grill, der nun größer und eckiger ist. Eingefasst wird dieser von noch spitzeren Scheinwerfern. Die optionalen Matrix-Scheinwerfer bekommen zusätzlich ein Tagfahrlichtfeld, bestehend aus 5x3 LEDs. Eine Weltneuheit. So sollen künftige Sportmodelle sogar eine eigenständige Lichtsignatur erhalten. Eindrucksvoll ist auch die Seitenansicht. Die Dachlinie fällt nun stärker hinten ab als bisher. Leicht nach innen gewölbte Türdesigns unterstreichen die prägnant ausgestellten Radhäuser. 5 Türen sind ab sofort Serienstandard. Und unter der Haube? Da kommen zum Start 3 ultramoderne 4-Zylinder-Turbomotoren zum Einsatz. Zwei 2-Liter TDI mit 116 und 150 PS und ein 1,5-Liter TFSI-Motor mit 150 PS. Kurz darauf bekommt der Otto-Motor dann auch eine Mild-Hybrid-Variante beiseite gestellt. Neben Handschalt stehen auch wieder S-Tronic-Getriebe zur Wahl. Folgen sollen übrigens auch 2 Plug-in-Hybride sowie ein CNG-Antrieb. Die Innenraumbreite wurde vergrößert, die Vordersitze sind nun tiefer angebracht. Radikal neu die Cockpit-Gestaltung. Wo der Golf 8 vorgelegt hat, zieht der Audi A3 natürlich nach. In Serie kommt der A3 mit 10,25 Zoll großen Digitalanzeigen, optional wird hier gar eine 12,3 Zoll große Einheit, das Audi Virtual Cockpit Plus, verbaut. Rechts daneben ein griffgünstig geneigter 10,1 Zoll Touchscreen. Der Drehdrückschalter ist hierfür übrigens Geschichte. Anders ist auch der Lautstärkenregler in der Mittelkonsole. Der Finger wischt auf einem kreisförmigen Touchpad. Ein Head-Up-Display wie in der Oberklasse gibt es optional. Von dort bekommt der A3 auch jede Menge Fahrassistenten. 5 Kameras, 3 Radar und 12 Ultraschallsensoren helfen bei der Orientierung. Egal ob adaptiver Fahrassistent, Querverkehrassistent, Verkehrszeichenerkennung sowie Effizienz- und Spurwechselassistent, all das ist möglich. In Serie kommt dabei der Ausweichassistent und die Spurverlassenswarnung. Neu ist zudem das Autokommunikationstool Car2X. Optional erhältlich sein wird auch wieder der Quattro Allradantrieb. Die Felgenformate liegen zwischen 16 und 19 Zoll. Neben einem Standard- und einem tiefer gelegten Sportfahrwerk rüstet Audi zudem den A3 auch mit adaptiven Dämpfern und einer Progressivlenkung aus. Ab 28.900 Euro kann er ab sofort bestellt werden. Im Mai rollen die ersten A3 dann zu ihren neuen Besitzern.